Was ist euer erster Eindruck von der Bandlist? Konami ist Geld, Guys. Ja, ich finde gut, dass Clifford zerstört wurde. Konami ist echt ein Hurensohn. Darf man sowas sagen? Ja, hab ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe. Du weißt halt nicht, was sie machen. Sie werden ihren Ruf wieder gerecht, dass sie unberechenbar sind. Also Konami ist echt hier. Donnerstag releasen sie Dark Matter und Freitag machen sie es wieder kaputt. Weißt du, was ich meine? Ich habe eigentlich eher erwartet, dass sie so alles ein bisschen soft hitten so. Aber halt so krass, so wusste ich auch nicht. So die Drachenherrscher, so ein richtiger Random. Random Hit einfach, der einfach unnormal krass ist, finde ich, von meiner Meinung. Deshalb macht dieses Dragon Ruler Deck einfach noch jetzt einfach komplett unspielbar eigentlich. Man kann nur noch Necros spielen, wenn man toppen will. Und Burning Abyss. Jetzt hat man gegen Necros eigentlich gar nichts mehr. Jetzt hat man nur noch eine Emptiness und das Deck ist ja nicht viel schlechter geworden. Ja, genau. Es gibt ein paar Side-Deck-Karten, ja. Ja, natürlich gibt es da Side-Deck-Karten, aber die beste ist Emptiness und davon hast du jetzt nur noch eine. Aber ansonsten finde ich die Liste ganz gut. Ich finde die auch ganz gut, einfach weil so ziemlich alles irgendwie schlechter gemacht wurde. Natürlich Clifford extrem, Burning Abyss aber auch mit Togeiz und ein bisschen haben die auch Necros geschwächt, weil ich nicht gedacht hätte. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass das, weil es halt neu ist und teuer ist, dass sie das erstmal nicht schwächen. Vergiss nicht irgendwie die anderen Decks, die vielleicht gepusht wurden. Ich meine, Satellite Knight wurde gar nicht berührt und Ibisom ist halt auch ein bisschen dabei. Satellite Knight bleibt für mich halt das Anti-Deck immer noch, weil man halt immer sehr viel, weil du auch sehr viele Quallen spielst mit dem Namen Zephra Support, kann man das sogar pendeln. Und die Zephras bekommen ja auch noch eine Barrier und wenn man das ein bisschen kombiniert, haben die Tellers insgesamt 6 Barriers. Also erstmal fällt mir eigentlich gar nichts ein, halt Spirit Beast ist halt immer noch halt relativ gut, weil es halt underrated ist halt, ne? Und Shadol, wenn der neue Support kommt, auf jeden Fall Shadol dann. Weil Shadol finde ich echt krass. Burning Abyss ist, denke ich, auch noch spielbar. Auf jeden Fall, ja. Mit Ibisform, Satella Knight, sowas? Satella Knight, ja. Ich wollte auch mal Blackwing ausprobieren, wegen den neuen Synchros und teste ich dann auch mal. Heretic vielleicht, trotzdem noch gespielt. Mal schauen, mit Chaos Engine oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann scheiße sein, kann auch gut sein, man weiß es nicht. So, vielleicht ist Sylvan spielbar, das Dark Matter Deck halt wahrscheinlich dann. Sylvan ist kacke. Vielleicht irgendwie eine Dark Matter Liste, Sylvan ist vielleicht wieder spielbar. Sylvan ist kacke. Ja, mit 3 Einzelverblüten und Symbol of Heritage. Sylvan ist kacke. Sylvan ist auf jeden Fall kacke. Im nächsten Booster kommen dann Ignites und dieses ganze, wie heißt das? Cyber Dragon Scheiße. Kommt das schon im nächsten Jahr? Wenn das schon kommt, dann ist das dann wieder komplett neu so und dann ist das auf jeden Fall gut, aber momentan ist es auf jeden Fall Necros. Cliffords, wurde auch zerstört. Findet ihr, dass es gar nicht mehr spielbar ist? Es ist schon spielbar. Ist spielbar. Aber nicht mehr ansatzweise so gut wie vorher. Du musst dreimal Ring Clifford spielen und das Single Skill Drain einfach reinpacken, um es zu ziehen, einfach, falls du Glück hast, damit du 4 Skill Drains hast. Klar, die Spielweise wird sich verändern und das Deck ist jetzt nicht Tier 1 oder sowas, aber spielbar ist es ja trotzdem. Spielbar bleibt es. Es ist auf keinen Fall Tier 1 mehr, nein. Aber man soll es nicht aufgeben, wenn man es nicht gebaut hat, dann sich einfach hinschmeißen. Man kann ja, soll kreativ sein und eine andere Option finden. Also meine persönliche Meinung eigentlich so, die haben eigentlich, glaube ich, Clifford am meisten gehittet von der Bandlist. Also ich find Tool so okay, so, aber Sacrifice ist das echt schon ein harter Hit gewesen. Hättest du noch irgendwas anderes gewünscht auf der Liste, so, was auf jeden Fall reingemusst hätte? Oder? Ja, Archfiend auf 3, das wäre cool. Archfiend auf 2 wäre nett. Archfiend auf 2? Ja. Ja. Stratos auf 2. Stratos auf 1. Wo ist das nächste Problem? Chaos Emperor mit Irritate hätte erlaubt werden sollen. Und die hätten die Ruler nicht bändigen sollen. Sonst war alles okay. Und was hat er dir von Bestiaria auf 3? Ist gerade jetzt spielbar, oder? Man kann es halt als Fun-Deck spielen. Es wird halt nicht wieder das, was es früher mal war, würde ich jetzt sagen. Ja, Gladys ist halt, ne? Emptiness ist auf 1. Juhu. Ja, stimmt. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist halt vielleicht doch immer noch ein bisschen zu langsam. Deswegen. Früher wollte jeder Bestiaria haben. Jetzt ist er da und jetzt ist es eigentlich egal. Also. Ich weiß noch, als ein Held lebt rauskam und alle so, klar, die wird wieder gut, wegen Prisma. Aber im Endeffekt hätten ja auch einfach Bestiaria nochmal auf 2 machen können und ein Held lebt einfach weglassen. Es ist schon spielbar. Aber Starter der Yugi ist auch spielbar, ist trotzdem scheiße. Ah, okay. Ich feiere es halt, dass Bestiaria endlich auf 3 ist. Ich finde es halt immer so witzig, dass die Leute immer noch wegen Stratos rumreihen. Stratos wird nicht ohne Ireta wiederkommen. Ganz einfach. Ja. Dark Matter Dragon so. Habt ihr euch drauf gefreut so und wart ihr überrascht von dem Dragon Ruler? Ich hab mich gefreut, dass Sven das nicht mehr spielt. Das hab ich gefreut.
Ich habe mich echt auf dieses Deck gefreut. Das war so neben Necros und Burning Abyss eigentlich eine coole Option. Und ich verstehe nicht, warum man dann die Ruler auf 0 setzt, wenn man diese Karte endlich ins TCG bringt. Und das Deck ist bei uns nicht um Längen nicht so stark wie im OCG, weil wir haben kein Federwich, wir haben kein Reborn. Wir hatten halt nur die Ruler. Ich habe es mir nur halb angeguckt, nicht mich so damit beschäftigt. Für mich hat die Liste jetzt nicht so viel kaputt gemacht. Ich saß halt nur im Bett, hab mir sie immer am Handy angeguckt, dachte mir, super Konami, mal wieder was super krass gemacht. Erstmal, mein Kaffee schmeckt sehr gut, danke, dass du fragst. Schmeckt voll geil. Du kannst an eine Ritualkarte einfach Emptiness zu chainen, war zu gut, weil der Gegner mit minus 1 gemacht hat. Jetzt kann man diese Specials haben nicht mehr aufhalten. Mistake bringt zwar nur, hilft nur gegen Suchen, aber trotzdem, manchmal zieht man Hände, dass man direkt Valkyrus Unicorn durchpushen kann. Ja. Und da hilft dir auch ein Mistake nicht mehr. Was soll man dazu sagen? Emptiness ist auf 1, wenn man kann sie ja einmal spielen. Und würdest du sie auch einmal spielen, oder? Ich weiß nicht. Ja, Emptiness ist stable. Emptiness ist noch stable in jedem Deck. Ich würde sie trotzdem einmal spielen, falls man sie zieht. Man hat ja immer dieses Glück. Warum sollte man Regeki nicht einmal spielen, wenn sie auf 1 ist? Also, Emptiness würde ich einmal spielen. Klar, wenn sie aber einmal weg ist, wenn eine Karte von ihr ins Grave kommt, ist sie weg. Ja. Aber ich würde sie trotzdem einmal spielen. Und dann wirklich, aber diesmal clever spielen. Früher konntest du echt spielen, zack. Scheiß drauf, bam, noch eine, zack, drauf unchain. Jetzt musst du echt clever spielen, aber ich würde sie trotzdem spielen, weil das ist zu wichtig, Necros damit zu stoppen. Ja. Das Problem ist einfach, gönn dir, viele Necros-Spieler spielen bestimmt keine MSTs mehr. Und wenn nur noch 2. Und das macht Emptiness natürlich auch nochmal besser, auch wenn man nur eine spielen darf. Mhm. Also, glaubt ihr zu dem Thema nochmal, dass es vielleicht ein April-Scherz ist? So, ich meine, ist ein bisschen früh für ein April-Scherz. Oder? Ja, wenn sie ab 1. April... Ich habe schon genug Leute gefragt, die meinen, die Liste wäre 100% real. Selbst wenn es ein April-Scherz wäre, würde sich im Core nicht viel verändern. Die Ruler werden auf der Liste bleiben, Snatch wird auf der Liste bleiben. Ich weiß nicht, was an einem April-Scherz sein soll. Alles ist ernst gemeint. Was mich jetzt ein bisschen gestern stutzig gemacht hat, war das Symbol of Heritage, weil ich die Kombination nicht mit Lonfire-Wassum gesehen habe. Aber das war auch das Einzige. Ja, das ist die Sache. Letztes Jahr hat man das ja auch mit diesen Packs gemacht, halt mit Exiton und Ark und sowas. Ja. Im Endeffekt kamen die halt zwar doch raus, aber halt nicht direkt, wo die rauskamen. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Ich hoffe es mal. Ich will dieses Heretic Dragon spielen und ja. Die Dragon Ruler auf alle auf 0 ist echt hart. Leute, wenn ihr noch was reißen wollt in Yugi, spielt einfach Necros. Ganz einfach. Netdeck mein Kumpel Alpa Engin. Die Leute, die das Geld haben, Necros bauen. Die Leute, die das Geld nicht haben, keine Ahnung. Oder probiert mal Sylvan zu bauen oder baut mal eine Dark Metal-Liste oder sowas und denkt, hofft vielleicht, ihr könnt damit was reißen. Sylvan ist kacke. Eben war so ein kleiner Junge da, der war der Meinung, Galaxy Photon wäre ein gutes Deck. Ja, aber ich meine, Randoms gibt's ja immer noch so. Ist ja, also eigentlich, was ich komisch fand, war halt Necros so, weil das kam jetzt gerade mal raus. Mhm. Und Clifford hätten die wahrscheinlich nicht so hart hitten sollen. Die hätten vielleicht Sacrifice, also das Cleopatra auch auf 2 lassen können vielleicht. Das wäre auch vielleicht nicht so schlecht. Und keine Ahnung. Aber das war generell eigentlich berechenbar, also alles mit Skill Drain und allem. Die haben halt Necros auch gehittet, aber... Zu schwach wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also die haben zwar viele flexible Karten verloren, aber... Ja gut, dann danke.